Na, Wolli, was machst du denn da? Ich pack meine Ranzen. Schule geht wieder los. Ferien vorbei. Freust du dich? Ja, ich mag Schule. Ich will was lernen. Ich kann schon richtig gut lesen. Und die anderen Kinder sind auch nett. Das wird gut. Das freut mich. Ja, aber eine Sache, die ist nicht so gut. Die macht mir Sorgen. Was denn, Polly? Da ist so viel Autoverkehr auf dem Schulweg. Ganz blöde. Ehrlich, ich hab da voll Angst. Armer Wolli, weiß Mareike das denn? Nee, hab ich noch nicht gesagt. Total viele Lastwagen, Severin. Das mag ich gar nicht. Das müssen wir Mareike erzählen. Komm, wir rufen sie. Mareike, komm mal. Na, was ist denn los mit euch zwei? Ihr habt mich gerufen? Ja, der Wolli, der fürchtet sich vor der Schule. Nicht vor der Schule, aber vor dem Schulweg. Da sind so viele Autos, Mareike. Oh, das ist wirklich ein Problem, oder? Mhm. Sollen wir uns das vielleicht zusammen mal angucken? Oh ja, lass uns das machen. Ja, vielleicht wird's dann besser. Na, dann gehen wir mal und gucken uns den Schulweg nochmal an, oder, Wolli? Gute Idee. Ist das nicht furchtbar? Genau, das geht doch gar nicht. So viel Verkehr. Und wenn ich da drüben bin, dann ist da schon wieder eine Straße. Schrecklich. Siehst du, hier hinten muss ich noch mal über die Straße. Das hält man nicht aus. Was machen wir denn jetzt, Mareike? Also pass auf. Es ist zwar gefährlich manchmal, wenn man draußen unterwegs ist, aber man hat immer einen Schutzengel an der Seite. Ich erzähle euch dazu mal eine Geschichte. Aber erstmal gehen wir hier von dieser blöden Straße wieder weg. Gut. Es war einmal ein Mann, der hieß Tobit. Der war schon alt und blind und er hatte gar kein Geld mehr. Aber als junger Mann hatte er einmal Geld bei einem entfernten Verwandten gelassen. Also beschloss Tobit, dass er dieses Geld holen wollte. Aber der Verwandte wohnte weit weg und der Weg war weit und gefährlich. Tobit beschloss, seinen Sohn Tobias auf den Weg zu schicken. Aber Tobias sollte nicht alleine gehen, sondern sich einen Begleiter suchen. Und Gott dachte, Tobias braucht einen Engel an seiner Seite. Deshalb schickte er Raphael zu Tobias als Reisebegleiter. Aber Raphael sollte nicht als Engel erkannt werden, sondern erschien als ganz normaler Mann. Aber eigentlich war er ein Engel. Und Tobias und Raphael machten sich auf den weiten Weg und gingen und gingen und gingen. Irgendwann gegen Ende der Reise machten sie erschöpft Rast an einem Fluss. Und plötzlich sprang aus dem Fluss ein riesiger Fisch. Tobias hatte Angst und wollte davonrennen. Aber Raphael sagte, Tobias, du schaffst es, den Fisch an Land zu ziehen. Und tatsächlich, Tobias schaffte es, den Fisch zu bezwingen und zog ihn an Land. Und Raphael sagte zu Tobias, ich weiß, dass man aus diesen Fischen gutes Heilmittel machen kann. Nimm etwas von seinen Innereien mit, das ist gute Medizin. Also nahm Tobias zum Beispiel das Herz des Fisches mit und ging weiter. Und schließlich kamen sie zu dem Verwandten und holten Tobits Geld. Und bei dem Verwandten, da lebte auch Sarah, die war sehr krank. Und Raphael sagte, du kannst sie heilen mit der Medizin, die wir aus dem Fisch gewonnen haben. Und tatsächlich, Sarah wurde gesund mit der Medizin aus dem Fisch und sie verliebte sich in Tobias
und sie begleitete Raphael und Tobias nach Hause zu Tobit. Und als sie bei Tobit ankamen, da sagte Raphael wieder, »Tobias, du kannst auch Tobit helfen. Mit der Medizin aus dem Fisch können wir seine Blindheit heilen.« Und Tobias gab Tobit von der Medizin aus dem Fisch und tatsächlich, Tobit konnte wieder sehen. Und so lebten sie alle glücklich zusammen und alles war gut ausgegangen, obwohl der Weg so gefährlich war. Denn Tobias hatte die ganze Zeit einen Schutzengel an seiner Seite gehabt, den Erzengel Raphael. Hör mal, Reike, die Geschichte war echt gut. Da war ein Engel dabei. Und so ein Engel ist er auch bei mir. Ja, Wolli, ein Schutzengel, der passt auch auf dich auf, wenn du auf dem Weg zur Schule bist. Cool. Und damit du das nicht vergisst, Wolli, machen wir dir jetzt noch einen kleinen Engel an deinen Rucksack dran. Dann erinnerst du dich immer daran, wenn du zur Schule gehst, da ist ein Schutzengel dabei. Supi! Cool. Hey.